Ich war schon ewig nicht mehr im Kino. Heute Abend ist es endlich soweit. Ich sehe mir einen Dokumentarfilm an namens Bombay Beach. Bin schon sehr gespannt. Mal sehen, worum es eigentlich geht. Kommt einfach mit. Was 2008 mit 3000 Besuchern begonnen hat, ist heute ein richtiger Kassenschlager. Das Filmfestival This Human World findet seither jährlich in Österreich statt. Was ist eigentlich This Human World? Was ist das für ein Festival? Also es ist ein Filmfestival für Menschenrechte und wir haben zum Beispiel dieses Jahr 5 Schwerpunkte ausgewählt. This Human Fight for Resources, über Nachhaltigkeit, This Human Riot and Revolutions, über den arabischen Frühling, aber auch über Riots in Griechenland, in Iran und so weiter. This Human Body, über die körperliche Selbstbestimmung und This Human Future, über Kindheit und Jugend. Dieses Festival zeigt 100 Filme in 10 Tagen, sind fast durchgängig Österreich-Premieren. Wir haben eine Kooperation mit den verschiedensten NGOs in ganz Österreich. Wir haben Fachleute, die nach Wien kommen und anschließend an die Filme Diskussionen zu verschiedenen Menschenrechtsthemen abhalten. Bombay Beach ist der Eröffnungsfilm dieses Jahr. Bombay Beach? Über diesen Film möchte ich mehr erfahren. Erzähl mal, wo genau wurde dieser Film gedreht? Der Film wurde gedreht in Bombay Beach. Und zwar, das ist nicht Indien, sondern es ist außerhalb von Los Angeles, circa 1,5 Stunden, bei der Salton Sea. Und die Salton Sea ist ein wunderschöner See in Südkalifornien, aber sehr morbide, weil dort sehr viele Fische sterben aufgrund des hohen Salzgehalts und der Nitrate. Und die angeschwemmt werden so am Ufer und die sterben dann und verwesen und die Knochen werden dann zu Sand und dann hat man weiße Sandstrände. Und es ist total schön zum Fotografieren, aber halt extrem dort zu leben. Es ist einerseits wunderschön, auf der anderen Seite ist es wahnsinnig heiß, also über 40 Grad im Schatten. Und es stinkt wahnsinnig nach totem Fisch. Und du hast tote Hunde und Esel und alles Mögliche liegt da herum. Und das sind dann auch ganz spezielle Menschen, die dorthin ziehen natürlich. Es ist Amerika, das ist die erste Welt, das reichste Land der Welt. Und du bist dort quasi in einem absoluten Substandardgebiet, in Baracken, mit Leuten ohne Zähnen und Hautkrankheiten. Und das ist, auch dort kann man schöne Momente erleben, weil es geht um Menschlichkeit. Wenn man diese Menschen besser kennenlernt, dann sieht man eigentlich, wie wundervoll diese Menschen sind, was man erleben kann. Die Regisseurin, Alma Harrell, hat dann Tanzszenen choreografiert mit diesen Menschen. Also ganz normale Leute, die dort eben wohnen, haben dann eben zu tanzen begonnen. Quasi Interpretationstanz, der eben auf deren Problemen oder Herausforderungen im Leben basiert. Und es war sehr interessant. Das ist irgendwie ein Genre-Mix von Dokumentarfilm und Musicals. Und es gibt in diesem Film so eine tolle Stimmung und das war für uns der perfekte Eröffnungsfilm, weil wir wollten wirklich diese Richtung geben an dem Festival, dass wir positive Filme zeigen, nicht nur deprimierende Themen oder sowas, aber wirklich positive Filme zeigen. Endlich mal ein anspruchsvoller Film, kann ich nur weiterempfehlen. Wirklich sehenswert.